ich mir November, Dezember überlegte, was ich in der Saison 2020 machen möchte, dachte ich mir, lass es mal ruhiger angehen. Stelle dir das Thema Begegnung, versuche nette Menschen kennenzulernen, nette Plätze anzulaufen. Ich konnte noch nicht ahnen, dass Begegnung so ziemlich das Unmöglichste werden wird, was sich 2020 realisieren lässt. Überhaupt ahnte ich im November noch nicht, was bald passieren wird und mein Leben total auf den Kopf stellen wird. Zwischen dem Turm von Pelzerhaken und dem Ostseebad Grömitz befindet sich eine kleine Steilküste mit einem wunderschönen Waldstück. Inzwischen kenne ich deren Bedeutung. Es ist ein Ruheforst. Meine Tochter Michelle ist dort seit 5 Monaten begraben. 33 Jahre, Mutter von 2 Kindern. Ramp up, ich muss lernen, wieder zu leben und fröhlich zu werden. Michelle sagte, Papa, du bist stark, du schaffst das. Du bist stark, du schaffst das. Ende April, Anfang Mai, wenn das zarte Grün zu sprießen beginnt, der Raps blüht, der Himmel blau ist und die weißen Wolken am Himmel stehen, ist für mich eine der schönsten Jahreszeiten in Schleswig-Holstein. Ich liebe dieses Licht, ich liebe diese Farben. Ich nehme einen kleinen Umweg über Warnsdorf, um zur Biedewind zu gelangen. Dort nisten jährlich Störche. Um auf die Teerhofinsel zu gelangen, muss man die Eisenbahnstrecke zwischen Travemünde bzw. Fehmarn überqueren. Die Schranke ist eigentlich jedes Mal unten, egal wann man kommt. Ich bin nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, an seinem Boot zu arbeiten, und so ist der Parkplatz gerammelt voll. Am Eingang weist ein Schild auf die neuen Corona-Regeln auf dem Betriebsgelände hin. Ich muss lange Ausschau halten, um die Biedewind zu finden, denn sie steht als letztes in einer Reihe von vielen Schiffen, die alle noch nicht gekrant wurden, da lange Zeit das Werftgelände geschlossen war. Noch ist die Biedewind eingehüllt unter ihrem Sarkophag, wie ich sie vor einem halben Jahr verlassen habe. Ramp up! Es gilt, sie wieder mit Leben zu erwecken. Ich inspiziere noch einmal die Schäden am Kiel. Die Biedewind war ja 2019 vor Strömstadt gestrandet. Aber so ein Langkieler hält eine Menge aus. Mehr Sorgen mache ich mir um das Ruderblatt. Nun gilt es, alle benötigten Materialien zur Biedewind zu bringen. Trepp auf, Trepp ab, die ganze lange Reihe entlang. So kann man sich seinen Corona-Speck abtrainieren. Ach ja, Mann, bin ich happy. Endlich geht es wieder los. 8. Mai.
Ich darf wieder nach Schleswig-Holstein einreisen und fange an, die Bedewind klar zu machen. Dem Coronavirus zum Trotz. Ja, ich bin gespannt, wann ich zum Kran komme. Die Bedewind liegt als letztes in der Reihe. Das kann also eine Weile dauern, bis die Boote vor mir weg sind. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Hauptsache, es geht wieder voran. Na, ohne Sarkophag sieht doch gleich viel besser aus. Jetzt noch die Stützen abbauen. Bislang hatte die Bedewind weder eine Diesel- noch eine Wasserstandsanzeige. Das soll sich jetzt ändern. Ich habe im Winter in meinem Armaturenbrett zwei Anzeigen für Wasser und für den Dieselstand angebaut. Jetzt ablese Instrumente und hier kann man noch sehen, das ist der Deckel für die Wasserbefüllung. Unten die Rohre zeigen dann das Wasserbehältnis rein. Und jetzt kommt ein solcher Sensor mit so einem Schwimmer dazu. Und der kommt hier in das Loch, was ich schon vorbereitet habe, rein. Und dann steht er parallel zu den Wasserzuleitungen. Ja, wunderbar. So ist das doch sehr schön eingebaut. Natürlich musste auch der total verrottete Sensor für den Dieseltank ausgetauscht werden. Wer glaubt, mit so einem Boot hat man Langeweile, der irrt sich. Es gibt immer was zu tun. Schön mit Epoxy gespachtelt und geschliffen. Das sieht doch schon wieder richtig gut aus. Nach dem Feinschliff jetzt die Grundierung drauf. Boot abkleben. Und dann kann das Antifouling kommen. Antifouling streichen ist ja fast die perfekte Corona-Ausrüstung. Ja, die drei Wackelkontaktstecker, die sollen ausgetauscht werden gegen einen Schwanenhals. Ich habe mal in der Lüftungsluke hier geguckt, wie dick ist denn überhaupt das Deck? Da kommt man eigentlich ganz gut rein. Dann kann man den hier hinsetzen. Und da wird zugemacht. Und dann ist das Ganze nicht mehr so wackelkontaktempfindlich. Jetzt allerdings voraus, dass ich im Mast neue Kabel verlegt, die entsprechend länger sind bis unter Deck. Na gut, ohne Fleiß macht keinen Preis. Also okay. Nun musste erstmal der Mast zugänglich gemacht werden und dann die Kabel an den Lampen und an der Antenne ausgewechselt werden. Auch hier müssen neue Kabel eingezogen werden. Schluss mit den alten Gammel. Stattdessen kommt da jetzt ein schöner Schwanenhals hin. Da bekommt man doch Vertrauen in das Deck, der Bedewind. Der Bohrkern ohne jegliche Macke. 1 cm dickes Teak. Dann nochmal 1 cm das Furnier von unten aus dem Salon. Da bin ich direkt neben dem WC durchgekommen.
wie es geplant hatte, kann dann da schön die Kabel weiter verlegen. Aber keine Macke, keine Feuchtigkeit, kein Rott, nichts dergleichen. So, spannende Sache. 2 Tage vor Pfingsten, die Biederwind soll halt gekrant werden. Es geht wieder ins Wasser. Wie immer, Skipper mächtig aufgeregt, freut sich. Das Wetter ist prima, wir haben jetzt so 13, 14 Grad, 3 Windstärken. Soll heute den ganzen Tag schön bleiben, kann ich in Ruhe rumtüdeln, Baum wieder festmachen, Segel anschlagen und dann mal schauen, ob ich heute Abend noch von Schwartau nach Neustadt segel. Ansonsten mache ich das morgen. Da soll auch schönes Wetter sein, wie auch immer. Und dann die Bannefrage, läuft der Diesel noch nach einem halben Jahr Winterpause? Kühlwasser kommt auch. Nun heißt es, das Boot vom Kranplatz zu verholen und an einen benachbarten Steg zu gehen, um dort das Boot wieder aufzutakeln. Maschine läuft noch, Boot an Steg und jetzt müssen Baum wieder ran, Stagen eingestellt werden und dann kann ich die Segel anschlagen. Vielleicht schaffe ich es noch heute gegen Abend nach Neustadt, ansonsten morgen früh. Nachdem die Wandenspannung wieder eingestellt wurde und der Baum angeschlagen ist, können die Segel angebracht werden.
In die Segel werden die Segellatten gepresst und auch die Reflein werden angebracht. So ein Boot wieder fit zu machen, ist wie ein Jungbrunnen. Abends hast du zwar Rücken- und Muskelkater, aber nach ein paar Tagen bist du fit wie ein Turnschuh und die ganze Wintersmüdigkeit ist verflogen. Cool. Um 10 gekrant, um 11 stand der Mast. Jetzt 2:30. Segel sind angeschlagen. Es ist super Wetter. Ja, und ich werde mal schauen, ob ich jetzt den Schlag von der Teerhofinsel nach Neustadt mag. Wir verlassen die Travemarina. Auf die Trave geht es jetzt weiter Richtung Travemünde und von dort über die Lübecker Bucht nach Neustadt. Bei strahlendem Sonnenschein nachmittags 3:00. Richtung Travemünde. Von da kann ich dann hoffentlich unter Segelnschlag nach Neustadt machen. Ein bisschen auf Nord, von gegen an. Muss ich woanders 2 Kreuzschläge machen. Aber es ist noch früh am Tag, 3:15. Da ist das machbar. Und bei dem schönen Wetter freut man sich auch nach einem halben Jahr Segelpause. Steuerbord kommt das schöne alte Fischerdorf Gotmund. Steuerbord und Backbord entlang der Trave sind zahlreiche neue Kaianlagen entstanden. Seit dem Fall der Mauer 89 und der Ausweitung des Einzugsgebietes Lübecker Hafens in die Oststädte hat sich doch eine Menge getan und neue Handelswege der alten Hansezeit sind wieder erschlossen worden. An der Trave findet man nicht nur viele Industrieanlagen, sondern sowohl Backbord als auch Steuerbord sind zahlreiche Marinas, die den Weg pflastern. Kurz hinter Schlutup beginnt für mich das schönste Stück der Trave. Wenn man stromabwärts fährt, ist steuerbordseitig alles ehemaliges DDR-Gebiet.
dortige Todesstreifen ist inzwischen ein großes ausgewiesenes Naturschutzgebiet und herrlich begrünt und sowohl Steuerbord als auch Backbord seitig fährt man durch meine wundervolle Landschaft. Es dauert dann nicht mehr lange, dann kommt man an einen meiner schönsten Ankerplätze in Stöberhug. Dort stand früher, zur Zeiten der Wikinger, ein Vorläufer der Stadt Lübeck, auf einem Hügel. Und von da ist er noch nicht mehr weit bis Travemünde. Schon von Weitem sieht man das Maritim Hotel Travemünde. Und es ist dann auch nicht mehr weit bis zum Skandinavienkeil mit seinen vielen Terminals für die Skandinavienfahrer. Wenn man sich diesen dicken Pötten nähert, heißt es Warschau und Obacht geben. Wenn sie ablegen, müssen sie nämlich eine große Drehung vollbringen und stehen quer im Fahrbecken. Da muss man dann als Segler ausweichen und gebührend Abstand halten. Nachdem man den großen Pötten Raum gegeben hat, kommt dann auch schon schnell die Silhouette der Altstadt von Travemünde. Aber Obacht! Es verkehren von beiden Seiten Fähren und denen muss man ausweichen. Und sie kommen immer just in dem Augenblick, in dem man gerade passieren möchte. Stromabwärts fahrend sieht man auf der Steuerbordseite die Passat mit dem Passathafen. Gegenüber ist noch der alte Travemünder Leuchtturm zu sehen, der inzwischen aber lange außer Dienst gestellt wurde. Das Leuchtfeuer befindet sich oben auf dem Maritimen Hotel. Weit sichtbar, fast bis nach Fehmarn. Von dort geht es dann hinaus auf die Ostsee. Für mich wird es nur Zeit, endlich die Maschine auszumachen und Segel zu setzen. Nun ist die Biedewind wieder in ihrem Element. Traumhaft. Erster Segelturn, drei Windstärken, strahlender Sonnenschein. Ich gruß über die Lübecker Bucht nach Neustadt. Ich denke mal, heute Abend 7:30 bin ich da. Boot ist soweit aufgerickt. Ich bin zufrieden mit dem Tagesablauf. Kran hat gut geklappt, Maststellen war prima. Segelanschlagen ging auch fix. Dann schön durch die Trave motort und jetzt unter Segeln.
in Lübeck 5,16 Meter, Tendenz jetzt steigen. Weitere Hinweise liegt zurzeit jetzt vor. Ende der Lage, nächste Lagemeldung. 19.30 Uhr, weiterhin gute Wacht. Ein fast perfekter Tag, wäre da nicht dieser Schatten auf meiner Seele. Ich war glücklich und doch kullerten zugleich Tränen in meinen grauen Bart. Zwischen dem Turm von Pelzerhaken und dem Ostseebad Grömitz befindet sich eine kleine Steilküste mit einem wunderschönen Waldstück. Inzwischen kenne ich deren Bedeutung. Es ist ein Ruheforst. Meine Tochter Michelle ist dort seit 5 Monaten begraben. 33 Jahre, Mutter von 2 Kindern. Ramp up. Ich muss lernen, wieder zu leben und fröhlich zu werden. Michelle sagte, Papa, du bist stark, du schaffst das. Du bist stark, du schaffst das. Hurra! Biedewind unter Segeln! Lockdown ist vorbei! Ramp up kommt jetzt! Es geht wieder los! Die Segelsaison hat begonnen, 2 Tage vor Pfingsten. Dann war da aber auch Tiet. So, die Biedewind ist nur wieder seetüchtig und ich hoffe auch, dass das Land aus der Corona-Krise wieder erwacht und ich hoffe auch, dass meine Seele wieder erwacht und fröhlich wird. Und ich bin gespannt wie ein Flitzbogen, ob aus meinen Begegnungen 2020 was wird, wem ich begegne, wo ich begegne, ob ich überhaupt jemandem begegne. Und wenn dich das interessiert, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, die Reisen der Biedewind und mich auf meinen Abenteuern begleiten.